Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War. In der letzten Folge haben wir uns das C4 geholt, haben auch mehr oder weniger erfolgreich unsere erste Ladung platziert. Ja, hat Bumm gemacht, Game Over, kennt man ja, sind wir wieder hier. Und wir müssen jetzt, was müssen wir machen? Platzieren Sie den zweiten C4-Sprengsatz an der Markierung im Brückensteuerraum, ja genau, des Wissenschaftsmoduls. Ich habe aber wieder keine Ahnung, wo das sein soll, deswegen muss ich jetzt mehr oder weniger wieder durch die Türen raten. Nicht warten, sondern raten. Links, rechts, die Tür. Ich glaube, das ist Laborhaupt-Dingsbumsis, ja. Vielleicht sollte ich auch einfach mal die Türen lesen, wäre ja auch eine Maßnahme, ne? Hat man uns ja ganz am Anfang des Spiels geraten. Aber bis jetzt hat es ja auch soweit ohne geklappt. Und ich glaube, hier kommt vielleicht wieder so eine Missgeburt von wegen, hey, ich bin unsichtbar, ich bin voll toll und so. Ja, dann haben wir noch gelesen, dass irgendeine Gegnerart empfindlich gegen Licht ist. Welche das jetzt genau ist, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist das ja die Fette. Genau, vielleicht ist die Fette ja gar nicht so schwer. Und wir hätten einfach den blenden müssen. Ich glaube jetzt, ich weiß auch, wo wir jetzt hin müssen. Hin müssen, jetzt fange ich auch schon so an, Russisch zu reden. Hin müssen! Da wo wir den. Nee, das ist ja dann dieses. Oh, wie hieß denn das? Dieses, Steuerdingsbumsis-Raum. Wo wir, das mussten wir doch auch kaputt machen, damit wir Kontakt zu Bennett wiederherstellen können. Aber das war ja ein anderer Raum, ne? Das war. Keine Ahnung, wie der Raum hieß. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab die Erinnerung schon wieder verdrängt. Ja, so scheiße war der Raum zu mir. Hier irgendwo bitte. Auf jeden Fall muss es ja irgendwo bei dem im Laboratorium sein, weil ansonsten macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Das heißt ja Wissenschaftsmodul. Also gehe ich davon aus, dass es hier ist, weil Wissenschaftler haben ihre Gegenstände normalerweise im Labor. Es ist jetzt nur meine persönliche Meinung und Einschätzung, aber ich kann mich doch irren. Gut, dann gehen wir halt. Ach, guck mal. Wetten, die haben jetzt bestimmt vor jedem Speicherpunkt so ein scheiß C4. Ja, genau, macht doch Sinn. Oder andersrum halt. Falls wir da die Ladung falsch anbringen und verrecken, dass wir das andere nicht nochmal machen müssen, weißt du? Das ist dann sozial in einer gewissen Art und Weise. Andererseits, wenn man sich hier auskennt, fühlt man sich verarscht. Aber da ich es ja nicht tue, freue ich mich. Komm jetzt hier wieder. Ah, guck mal, da ist es. Zombies! Nein, keine Zombies, die Verstecke spielen. Okay. Dann, siehst du, das ist es. Jetzt rennen wir nämlich da und haben jetzt wieder bestimmt die übelste Action-Szene. Kamera läuft. Okay, Action. Das ist zwar nicht die Musik, die da passt. Das ist aus irgendeinem Spiel auf alle Fälle. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Oh, danke. Dankeschön. Das haben sie nämlich mit Absicht so gemacht. Mit Absicht so gemacht, damit wir nicht mehr testen können, ob da wirklich was in die Luft fliegt, weißt du? Das ist nur Scheinexplosion. Platzieren Sie den dritten C4-Sprengsatz an der Markierung im oberen Korridor zum Helikopterlandeplatz. Da. Lass mich mal kurz überlegen. Hier vielleicht? Scheißding klemmt. Nein. Warte. Warte. Kann ich hier hochfahren? Verdammt, Nein. das Ding ist außer Okay, Betrieb. dann bleibt mir noch dieser eine Weg hier. Ah, ich weiß, da habe ich mich mal so lange beschäftigt, weil ich dachte, da geht's weiter, ne? Scheiße, wo war denn das? Wo war denn das? Ja, kack mal ab, Spiel. Juhu! Ja, ich bin mir sicher, dass das dann so ausklingen wird, dass wir mit einem Helikopter abhauen und so, voll krass und so. Und dann, pass auf, und dann sagt Bennett so zu uns, nein, du gehst jetzt noch runter, holst den PC, aber da kommen wir dann nicht mehr hin, weil alles explodiert ist und das ist dann das schlechte Ende, weißt du? Und um das bessere Ende zu erreichen, hätten wir erstmal, ja, Anna verprügeln müssen, ganz am Anfang, als wir sie gerettet haben, weißt du? Ja, da hätten wir das gute Ende gekriegt. Ja, was auch immer. Etwas Munition. Nachladen ist alles schon. Ey, voll toll hier.
Ihr seid ja alle so toll. Ah. Hätte man hier nicht einfach eine Karte einbauen können, oder war die Disk dafür schon zu voll? Für die 0,1% da, die man da gebraucht hätte, verdammt. Man hätte mir so viel mithelfen können, damit, was auch immer. Ich kann nicht mehr reden. Es wird Zeit, dass das IP beendet wird. Hi. Nein, die Mühe mache ich mir nicht, ja. Ist okay, Qui-Gon Jinn. Nein, Qui-Gon Jinn war, hatten wir vorhin schon, das ist Mace Windu, genau. Und da hinten war Count Dooku. Moment, Mace Windu und Count Dooku arbeiten zusammen, da kann was nicht stimmen. Oh Gott, bei der Resistenz. Nein, ausgerechnet jetzt, bei den Opa-Zombies. Lauf, Hansen, lauf. Oh Gott. Alter, das ist der dümmste Zeitpunkt ever. I love you forever. Ich kenne dich zwar erst seit 2 Tagen, aber I love you forever so much. Ohne dich kann ich mir kein Leben vorstellen. Ohne dich nie mehr. Oh. Hey, und jetzt mach. Ja. Los, fall runter. Was zur Hölle? Die Tür kann reden. Ah, ne, guck mal, da oben. Ja, du schon wieder. Oh mein Gott. Oh, noch ein zweiter. Was ist das jetzt hier? Wie der guckt, ne? So nach dem Motto, Alter, Leute, nervt nicht. Raubt mir nicht meine Zeit. Ja, vor allem Hansen, lass sie doch runter, weißt du, anstatt sich zu verpissen. Nein. Was zur Hölle? Macht der jetzt Suizid hier oder was? Ja, ne? Ich meine, ich bin ja jetzt in keinster Weise verpflichtet, euch zu bekämpfen. Also werde ich auf den Teufel tun und dies unterlassen. Hans, ich wäre dir so unglücklich. Unbeschreiblich dankbar, wenn du ein bisschen an deiner Kondition arbeiten würdest, weißt du? Wirklich. Ich meine, es ist voll ernst und so. So, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass das hier die richtige... Die geht auf. Dass das die richtige... Moment. Ach, das war ja für die Tür da unten. Gut, dass ich's... Auf der einen Seite ist es gut, dass ich es erst gecheckt habe, weil sonst wäre ich unten hängen geblieben, von wegen Monster Gangbangen mich und so. Moment, das können sie gar nicht, das sind nur 2, also es ist höchstens ein 3er. Aber auf der anderen Seite bin ich auch selber schuld, weil ich beim letzten Mal habe ich es ja geschlossen, glaube ich, und ach, verdammt. Irgendwie bin ich doch immer schuld und jetzt habe ich den Salat. Okay. Friss das, Motherfucker! So, ich glaube, der da unten lebt noch, ne? Deswegen... Ha, lebst du noch? Nein, okay, ich habe beide penetriert. Ein Glück habe ich Munition nachgeholt, ne? Man muss ja hier wirklich mit jedem Scheiß rechnen. Aber ich glaube, dass da unten noch einer ist, weil... Vielleicht waren es ja doch 3. Vielleicht hätte es ja doch ein Gangbang sein können. Verdammt, ist egal. So viel Zeit haben wir jetzt hier nicht, ne? Das kommt dann in die Outtakes oder als extra. Hansen wird von 3 Mutanten gegangbangt. Oh Gott, gegangbangt, dieses Wort. Voll cool. Hat euch ich habe gegangbangt. Ist das. Oh Gott, ja, ich wollte gerade fragen, ob das der richtige Weg ist, aber so wie ich das hier schon wieder sehe, kann das nur der richtige Weg sein. Bei dem falschen Weg hätten sie mir 3 Medikits gegeben, weißt du? Alter, verrecke. Die halten so unterschiedlich viel aus. Oder ich kann nur nicht richtig zielen. Das könnte es ja auch sein. Na, wahrscheinlich. Schirp. Ba. Synchronisationstest. 3, 2, 1, peng. So. Jetzt. Da lang. Nein. Das glaube ich nicht. Es geht bestimmt hier irgendwo weiter. Oh, nee, nicht schon wieder. Alter. Okay, das habe ich versaut. Ist egal. Ich bin nicht verpflichtet. Muss ich mir immer wieder sagen, dass ich nicht verpflichtet bin. Solange ich ihm ausweichen kann, ist alles gut.
Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, aber ich gucke trotzdem hier nochmal nach. Bitte. Irgendwo beim. Ja. Korridor und Dingsi Bumsi. Das ist falsch. Ich glaube schon. Ja, ich weiß, wie der Heliplatz aussieht und der Fahrstuhl und unten, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist jetzt mein eigentliches Problem und vor allem, wenn wir diese Sprengladung unmittelbar vor dem Helikopterplatz legen, dann stellt sich mir doch die Frage, was wir mit der letzten Ladung machen. Suizid oder wir schmeißen das dann so aus dem Heli oder so. Nach dem Motto, ja, hier machen wir noch, vielleicht haben wir noch einen Glückstreffer oder so, weißt du. Aber okay, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Überraschung! Hallo, Raven! Nein, ich weiß nicht, keine Autogramme! Moment, das kann ich ja richtige... What the fuck? Kam ich da nicht her? What the fuck? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das der richtige Weg ist und so, ne? Ja, es ist es. Pass auf, gleich kommt die nächste Sprengladung. Sind Sie sicher, darüber schreiben wir schon? Ja klar, ich habe zwar jetzt nicht ganz genau hingeguckt, aber es wird schon stimmen. Es gibt ja nur eine Datei, ne? Dappidappidu. Ja! Stylisch. Getür öffnet. Getür öffnet! Ich habe diese Tür nun Getür öffnet. Okay. Warte mal, wo muss ich dann lang? Ich würde behaupten, durch die Tür hier, ne? Oder? Ja, die Tür ist auf jeden Fall offen und da müsste ich dann zum Heli-Platzi kommen. Nein. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Tür. Bevor ich das hier mache, möchte ich mir natürlich erstmal den Rückweg sichern. Oh, alles klar. Ja, das ist dann natürlich auch wieder mit Rennen verbunden. Es muss ja auch alles schon im Kasten sein, ne? Alles schön in Szene gesetzt werden. Wenn sich jetzt die Kamera dreht, dann... Scheiße ich dich aber zusammen. Danke. Gut. Jetzt macht's bumm und wir laufen und Trabidu. Ach ja, das passt natürlich wieder, ne? Es ist so vorhersehbar. Oh Gott. Nein, die Straße wurde aufgefressen. Nein. Aber die ganze Bohrinsel wird da nicht irgendwie so richtig penetriert. Ich dachte jetzt irgendwie, wir machen so eine Riesenplä... Ex, töten Sie, kann... Was? Ich bin bei den Stegen zwischen den Plattformen. Da ist ein Helikopter auf der anderen. Sie haben ihn repariert. Wenn er funktioniert, kann ich uns rausfliegen. Du kannst Helikopter fliegen? Ich musste mich irgendwie beschäftigen. Wunderbar, ich bin auf dem Weg. Hättest ja auch Nacktfotos von ihr machen können. Mein Gott, da hätten wir alles, alle was von gehabt. Aber, wir hatten noch 4 Sprengladungen, oder nicht? Töten Sie Kamsky, vor allem. Ich soll hier irgendjemanden töten, der noch nicht mal in meinem Blickfeld ist. Das ist ja nicht jetzt Auftragskiller, oder was? Assassin Hansen. Ich bin der Assassine von der Küstenwache. Okay. Ja. Dann, Kamsky, ich habe jetzt keine Ahnung, wer das... What the fuck? Bist du Kamsky? Nein. Wenn du Kamsky bist, dann frage ich mich, was die anderen waren. Kamsky 1 und 2 und 3. Wo schmeißt du... Wieso tust du das? Kannst du mir mal verraten, wo hier... Hier geht's lang. Okay. Ich will doch nur zum nächsten Abschnitt, verdammt. Ich bin nicht verpflichtet, gegen ihn zu kämpfen. Ich bin nicht verpflichtet, verdammt. Die Muni spare ich mir dann doch für den Kamsky-Fight auf. Ja. Müsste ja jetzt hier irgendwie gleich mal kommen, ne? Hansen weiß selber nicht, worum es geht. Ich meine... Naja, was auch immer. Charaktere wüssten, welchen Auftrag sie im Hauptmenü hätten. Dann würden sie aber gucken, ey. Dann denken sie hier... Jemand kann in die Zukunft voraussagen und so, weißt du? Ach ja, derp, öffne dich, Synchronisationstest. 3, 2, 1, peng. Ich bin nicht verpflichtet. Ich hole zwar meine Shotgun raus, aber nein. Nein, jetzt sind noch 2 hier, was ist, ja.
mehrere Gegner in einen Raum zu stellen, nur weil man kurz vor dem Ende ist, ist meiner Meinung nach nicht so toll. Ich meine, ja klar macht das Spiel das schwerer, aber mein Gott, ich will das Ende genießen und nicht hier von irgendwelchen Zombies gegangbankt werden. Ganz im Ernst! Okay, ich würde mal sagen, das ist dann der letzte Abschnitt hier von wegen Heli und so, ne? Es sind nicht mehr viele Sprintsätze. Hat der gerade Doom gesagt? Alter, Doom. What the... Vater? Siehst du, ich hatte recht gehabt, verdammt. Ich denke dich an, tu, was du tun musst. Genau, tu, was du tun musst. Zieh dich endlich aus, verdammt. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wie... Oh, war da was? Oh mein Gott, der hat mich gerade massiert. Zeige mich ihm, um ihn von dir abzulenken. Ja, aber zeig bitte nicht alles von dir, sonst... Wir wollen ja nicht jetzt hier lachen und so. Ich meine, deine Sprüche sind cool, aber das muss ja nicht jetzt... Oh Gott! Okay, ich sollte weniger scherzen und weniger rutschen und mehr kämpfen. Nein! Ja, ist ja gut. Okay, das heißt, ich muss ihn jetzt nicht direkt penetrieren, ich muss ihn einfach nur ablenken. Gut. What the fuck? Das werde ich ja jetzt wohl hinkriegen. Oder auch nicht. Lass sie in Ruhe. Wir wollen später noch eine Nacktszene und eine Sexszene sehen, verdammt. Ah, wenn der Hansen rollen könnte, ne? Oh Gott, der hat mir gerade einen Bandenschaden gegeben. Was ist denn das für eine Sau? Der macht Kombos mit mir. Dann schieße ich hier halt auf meinen Arsch oder auf deine Windel, je nachdem. Oh, ich glaube, er mag meinen Arsch. Dann willst du meine Nummer haben? Ich habe immer Zeit, ey. Guck mal, ich umarme dich hier. Oh, Bandenschaden. Schon wieder. Gut. Ja, ich warte jetzt einfach mal, bis er kurz davor ist. Ansonsten habe ich ja dann Scheiß. So, jetzt kann ich langsam. Jetzt. Ja. Oh, war da was? Lalala, los Hansen, nein! Okay, ich kann auf jeden Fall schon mal ausweichen, das ist ja schon mal gut. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Abe. Ich meine, Abe hatte ja auch irgendwie zwei Haare, ne, auf dem Kopf. Okay, es waren eher Fühler oder so. Damit konnte er mal so Niau, Niau, Niau machen. An die Arbeit! Mitkommen, okay. Ja, das waren jetzt ein paar völlig zusammenhanglose Wörter, aber sie alle hatten mit Abe zu tun, verdammt. Oh Gott, ich hätte eher sprinten sollen. Oh. Was für Körper? Hä? Och nö. Moment. Ich muss erstmal dann Pause machen. Wegen Headset Fail und so. Alter. Ich hab den Helikopter in der Luft. Komm hier rüber. Ich kann nicht, bevor er nicht tot ist. Ich tu, was ich kann. Das ist ja wieder. Welche Körper, Alter? Das ist ja mal wieder so typisch, ey. Könnte ich ihm so einen Instant-Kill verpassen? Welche Körper? Hallo? Ich würde schrecklich gerne wissen, welche Körper du meinst. Ich meine, das sind hier nur Lichter, oder? Ja. Also es ist so vorhergesehen, dass ich ihm quasi einen Instant-Kill verpasse. Ach hier, oder was? Ah ja. Das fällt, weißt du, jetzt kriege ich die Nachricht, nachdem ich tausende Leichen an die Eier gefasst habe. Ist ja unglaublich. Oh, nee. Wie soll ich denn das, hallo? Ja, ich sollte nach Eier suchen, ist okay. Ja, deine Resistenz. Deine verfickte Resistenz. Sorry, aber... Okay, ist okay. So, das war daneben. Lade nach. So, oh ja, das bringt nichts. Oh Gott, Alter. Hoho. Da konnte ich für einen Moment seine Eier riechen. Heilige Scheiße, okay.
Ich hab ja nicht. Nee. Leute, ich sehe schon, das wird jetzt wieder der total die totale Scheiße werden. Speichern, ja. Ich hätte diese Granatenwerfer-Scheiße doch nicht verschwenden sollen. Kacke. Ja, genau. Auf jeden Fall werde ich jetzt am Anfang ein bisschen weniger aufballern. Bam. Ein Schuss, vielleicht zwei. Oh nein, jetzt hat... Oh, ja. Was zur Hölle? Kriege ich jetzt ein schlechtes Ende? Möchten Sie... Das ist billig, Mann. Das ist echt billig. Ja, okay, im Kampf vermisst hätten sie ja nicht sagen können. Ah, da wurde im Kampf vermisst. Oh mein Gott, nein. Okay, dann sollte ich vielleicht doch ein bisschen mehr als zwei Schüssi-Leini abgeben. Ja, hi Hansen. War da was? Und hier sollte ich vielleicht aufpassen, dass er mich nicht so oft trifft. Derp! Aber wie zur Hölle soll ich das denn? Oh Mann, das ist wieder so ein Kampf, wo du wirklich einfach mal Energie verlieren musst. Weißt du, da kannst du machen, was du willst. Kannst du wirklich machen, was du willst. So. Renne, Hansen. Nein, das bringt's nicht. Es bringt es einfach nicht. Derby. Und da tötet mein Handy. Okay, Leute, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal beenden wir dann dieses Spiel. Hoffentlich. Das war's für heute mit Let's Play Code Fear. Bis zum nächsten Mal.